Testing, testing, 1, 2, 3. I think it sounds good. Good. Hallo. Ihr Mann, ich bin's. Non-Lucky. Ich hab kein Glück, wie mein Name bereits schon sagt. Und wir spielen seit Ewigkeiten wieder her ein ganz normales Gameplay. Ungeschnitten. Weil ich keine Zeit hab. Na gut, das war meine Ausrede schon die ganze Zeit gewesen, aber. Diesen Wochenende bin ich nicht zu Hause und da ich schon letzte Wochenende nichts gebracht habe, mache ich dieses Wochenende wenigstens etwas. Auch wenn ich eigentlich schon die ganze Zeit plane, ein bestimmtes Video zu schneiden, mache ich es nicht. Es ist keine Hintergrundmusik, ich könnte kotzen. Also keine Hintergrundmusik. Bedeutet für mich, der Sound aus ist vom Client aus, ja, denke ich mal, oder so. Sound. Perfekt. Und du, ne? Plus, I'm done with this game. Oh. Ich habe nur zwei rote Dinge gesehen und wusste sofort. Oh, something's gone wrong. Like the Soul Player. It's also gone wrong. Not sexual, but wrong. Und wir haben noch. Oder auch nicht. Dafür haben wir eine Kamel. I think that's okay. I guess. Or not. Maybe not. I don't know. Yay, Hagge. Wenn ich kann Pike mit meiner Ult countern. Aber meine Reaktion ist dafür halt echt viel zu langsam. Nehme ich auf? Ne, ich nehme auf. Ha. Und die sind easy Beute. Ist das, kann ich bei Hail of Blades bleiben? Die haben nämlich keinen Tank und da kommt. So, ich glaube, ich gebe Press the Attack. Oder? Ja, glaube schon. Press the Attack. Naja, mal vermutlich so einen Damage bauen. Und hab dann Pull Tank. Ja, so wie gute Lee Sin, ne? Die etwas IQ haben. Also so ungefähr so wie die letzten Lee Sin, nur dass meine letzten Lee Sin nicht wirklich Spiel carryen konnten. Weil die nicht vor Damage gegangen sind. Und die alle Kills genommen haben, weil Lee Sin ist ein behinderter Champion. Er ist am Anfang so stark, dass er alle Kills nehmen kann. Und auch automatisch nimmt, weil es Lee Sin ist. Aber dadurch, dass es Lee Sin ist, wird er dann später im Game useless. Und ich bin höchstwahrscheinlich gerade zu laut gewesen die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich kann ja die Aufnahme nicht gucken. Ich wollte so schnell wie möglich ein Game mit dir aufnehmen. Also habe ich auch keinen Sound getestet oder so. Ich hoffe, es ist okay. Ich meine, es fühlt sich irgendwie überraschend an, aber die Pause mit League of Legends hat richtig gut getan. Also ich habe auch in letzter Zeit, also diese Woche, wieder richtig Lust auf League gehabt. Und sogar mit einem positiven Win-Rate diese Woche. Und die meisten Games habe ich sogar carried. Also die ich gewonnen habe. Die ich verloren habe, war ich auch der Carry, habe es aber nicht geschafft. Weil mein Team dumm ist. Aber wir versuchen, diesen Game niemanden zu flamen, so wie andauernd. Außerdem hat es komplett geistgestört und hat nichts anderes verdient. Also wie 90% meiner Teammates. Mal gucken, wie dieses Game aussehen wird. Die Sim wird wahrscheinlich Red Buff starten. Weil die haben Pike, das bedeutet, die werden höchstwahrscheinlich in Vayne. Bei mir beim Blue Buff. Und deshalb Red Buff. Deshalb startet auch Red Buff. Niki Mechanics. So, alle 100%. Nein, Traven nicht. Scheiße. Ich hab grad wirklich gedacht, dass alle 100% sind. Und dann hab ich auf den Traven geguckt und gedacht: Fuck! Leckenstromsack. Guck mal, der Lee Sin hat die typischen Lee Sin-Runen.
Full Damage. Oder auch, wie es Profispieler sagen, Full Useless. Ah, 59%, nice. Dafür gibst du einen Daumen hoch für den Traven. Jetzt hat er 60%. Erstmal gesnifft. Und alle 100%, wir können loslegen. Any minute now. Any minute now. Ah, jetzt, yes, gut. Look, good luck and don't have fun. Einfach mal im Chat schreiben. Aber ich bin ein guter Spieler, ich mach's etwas nicht. Wir haben keinen Teleport, das bedeutet, wir haben Teleport Disadvantage. Von an Beginn an. Das bedeutet, wenn Camille den Sion nicht stompt, dann haben wir automatisch verloren. Seconds until Minions spawn. Ich find's auch gut, wie sie hier covern. Jungle covern, nie davon gehört. Hallo? Bitte? Seid ihr dumm? Oh, die in beiden. Wer hätte das erwartet? Ja, cool, dann habe ich kein Blue Buff mehr. Ah, dafür steht mir ein weiteren Blue Buff offen. Ne? Ja? Mann, das bedeutet etwas für Caitlyn. Caitlyn, die Poke-Göttin. Mit fucking Doran Shield startet. Ja, seit du ganz Ring. Was erwartest du? Das ist Sion. Natürlich ist der fucking Buff von der falschen Seite. Der Stack. Das war übrigens ein bisschen knapp. Aber kalkuliert. Ich muss mal wieder auf die Karte achten. Oh, mein Blue Waffel ist weg. Wer hätte das erwartet? Und oh. Ja, die sind halt gegankt. Wer hätte das erwartet? Versuch mal gegen Kinder mitnehmen. Okay, sie ist geflasht. Hoffentlich bestraft sie. Hoffentlich wird sie bestraft.
So, ich gebe es danach Topside. Na, ich will diesen Stack haben. Möchte anmerken, der hat keinen Teleport. Ja, er hat Teleport. Bedingt dort den Fehler. Oder den Füller. Oder den Filler. Der Play ist holy. Ist noch geflasht. Beauty fades. That is why it is beautiful. Alles klar. This next one will be easy. And if not? More fun. Ich meine, die Kamel ist halt ein mechanisch gesehen ein richtiges Wrack. Flames aber Teammates dafür, dass Scheiße gebaut wurde. Upsala. Wahrscheinlich gar nicht. Gewährt, wenn er das so wie irgendwie engagieren kann. Ortlin ist gestorben. Scheiße. Ah, ich hab irgendwie gesmited. Alles klar. Das Game läuft schon wieder richtig kacke.
Ich habe halt nicht wirklich das Gefühl, dass ich irgendetwas machen kann. Auch wenn ich es in der Theorie eigentlich muss. Ich bin auch behindert, ich mache das einfach mal das falsche schon weiter. Komm schon, stirb. Das ist noch getötet. Alter, nice. Einer. Tschüss. Tschüss, Wolf. Okay. Sie ist schon wieder nicht unnötig gestorben. Auch wenn ich es eigentlich erwartet hätte. Ich meine, da haben wir halt das Verhalten von Lee Sin-Spieler gesehen. Wenn Lee Sin keine Ult hat, dann macht er auch nichts, wirklich. Also er versucht denn auch nicht mal was. Irgendwie konnte ich halt den Lee Sin gerade bestrafen, dass er vorhin Ult benutzt hat, ohne dass ich irgendetwas irgendwie verbuchen muss, dass irgendwas passiert. Ich hab ja Senk schreiben. Solche Löcher verstehe ich nicht. Ich habe gerade einen Kill geholt. Ein Solo-Kill gegen den generischen Jungler. Meine Stats sind viel besser als deine und du flamest mich dafür, dass du deine Lane verlierst. Ich verstehe es nicht. Warum denken die Leute immer noch, dass mein Job ist, die Lane für andere zu halten? Ich verstehe die Leute echt nicht. Bin falsch mit denen. Die Leute haben halt echt keinen IQ.
Was ist das für ein Clusterfuck hier unten, ey? Scheiße, 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 ich bin tot. Wetten jetzt wieder der Jungler schuld? Den Leuten hier unten, ey. Alter, what the fuck? Bah, ekelhaft. Auch ein bisschen laut. Ja, gut. Ja, hätte ich schon nichts tun können. Ja, die Soja hat ein Item und der Sion wurde auch ganz schön gefeedet. Also, ne? Das kann ich nicht verteilen. Wärst du da gefordert, ne? Dir den Arsch rasiert. Amka. Those who run from death stood still in life. Ja, Quido für die 50 Gold. Look at that Creed is amazing. Zum Glück wurde es executed.
Look at this Assassin's Creed. Ich glaube, die haben den Sinn vom Swappen nicht verstanden. Bitch. Ja, ich geh weg. Oh, wer hätte das kommen sehen? Map Awareness, sage ich dazu nur. Und tot. Oh nö, nee, Lucky Flash. So, dass die Leute halt echt nicht sehen, was passiert. Die gucken halt legit null auf die Map und beschweren sich dann bei den Junglern dafür, dass sie zum 50. Mal auf der Lane gestorben sind. Das ist League of Legends, meine Freunde. League of Legends. Warte mal, die geben mir diesen Free Stack. Ich habe jetzt meine vier Stacks zusammen, also. Ignoriere ich den Pink Ward. Mir fehlt leider noch ein bisschen Gold. Aber ist okay. 20 Gold kann ich noch abwarten. Und mit Lane ist tot. Und schon schneller. Mir doch einfach Unterstützung, ihr Lappen. So, ich bin der Typ, der von uns allen Eier hat. Aber es bringt halt nichts, wenn die anderen nichts tun. So, versteht ihr? So, was nützt, wenn die Frontline Gehirn hat und dann kämpft, wenn es gut ist zu kämpfen? Und dann man weiß, dass man ein Vorteil ist, aber ne, wenn die Teammates dann halt auch nichts tun, denn was soll man denn machen? Kann man nichts machen. Ich muss noch Pike töten. Pike ist ja so eine schwierige Sache, den kann man irgendwie nicht töten. Tüdelü. Das war sick. Okay, das muss ich sagen, das war gut. Solange der letzte noch nicht die Hoffnung verliert. Mein Team jetzt ist alles in Ordnung. Ja. Ah, was manchmal use ist. Nein, nächste String weg. Kann ich nichts machen. Auch wenn ich ein Trank-Stealer bin. Autsch.
Ah, das war knapp. Hoffentlich kann ich noch irgendwie rechnen. Das hier ignoriert uns einfach. Alter, wie lange es gedauert hat, den Wichser zu töten. Hui. Ey, hat der Maul. Ja, mir das. Schade, nee, kein Gold bekommen, aber ist gut. Aber ist gut. It's Gucci. Guck mal, ich hab drei Items noch, bevor ich meine Schuhe auskaufe. Ausbau, meinte ich. Where bin du, Schatz? Nee, ich sollte halt legit dem Team Royal Never Give Up gehören. Mit dem will, dem will, den Pike will ich halt Hardcore jagen. So aus zwei Gründen. Einmal jetzt wegen meinem Stack und einmal wegen meinem Revenus Hunter. Denn ich will die Revenue haben. Ne? Ja? Ja? Das war ein Witz. Ich verdiene noch gar kein Geld mit YouTube. Und tschüss. Oh lol. Ich bin tot. Na shit! Die Ult war ein bisschen spät. Aber guck mal, was sie macht. Die sind hier zu fünft Midlane. Der Draven steht Botlane, die Lux rennt durchs Himalaya-Gebirge und die Nami kann auch nichts tun. So, ich sehe halt, die will halt etwas tun, aber sie kann halt nichts tun. Oh man, das ist halt wirklich sad, dass wegen Leute wie diesen Traven hier das Spiel ruiniert wird. Das ist halt wirklich sad. Wenn ihr schaut euch mal den hier an. Er wird gleich sterben, pass auf. An ally has been slain. Ja. Ich denke mal nicht, dass wir das contesten können, beziehungsweise schnell genug da sind. Oh, ja, wir sind schnell genug gewesen. Wer hätte das erwartet? Oh, fuck. So dumm. Ich habe nicht meine Boots ausgebaut. Als nächstes kaufe ich mir Unans. Der muss wenigstens nicht ordentlich Rechtsklick drücken, sondern reicht, wenn ich ungefähr das Rechtsklicke. Wie lange habe ich keine Worts mehr platziert? Naja, trotzdem mal. Obwohl ich schon seit Ewigkeiten keine Wards mehr platziert habe, ist halt die zweithöchste Dings. Vision Score. Und vom fucking Supporter überholt zu werden, ist jetzt nichts, was ungefähr unmöglich ist. Weiß passiert eigentlich fast immer. Na scheiße, tot. Längster tot. Wohin gehst du? Nein. Weg mit dem Jungen. All things linger in our shadow. Beauty fades. That is why it is beautiful.
Wenn so wie die spielen und mit deren Mindsets ist natürlich unwinnable. Ich meine, die adjusten halt ihren Itembild gar nicht. Ich war der Held, der sie gerettet hat. Die Holde Maid. Die Holde Maid. Ich bin tot. Noch nicht tot. Assist. Bitte tötet mich nicht. Danke. Ich bin tot. Außer wenn ich schnell genug bin. Nein, bin ich nicht. Schade. Schade, der Trevin hat halt das ganze Spiel gerade ruiniert. Ja. Schaut auf den Mann, der das Spiel ruiniert hat. Ganz genau. Oh ja. Ich renne jetzt in fünf Leute rein. Ja, Mann, ich bin so ein guter Spieler, verdammt. Oh ja. Zack, zack. Schau mal, was ich kann. Ah, ich kann gar nichts. Aber so mein Team ist Flame. Für meine eigenen Fehler. Meine Teammates sind schuld, nicht ich. Ich bin perfekt, denn ich bin ein fucking Craven. Craven macht keine Fehler. Nice leg. Ja, das ist tot. Ist halt genau das, was meine. Der Traven denkt halt, ist so, ich bin halt der Beste und verkackt dadurch hart. Ach, 900 Schaden von dieser Range.
Ich meine ja, der Stern ist halt noch nicht mal weit geflogen. Und er hat trotzdem 900 Schaden gemacht. Aber wem willst du das bitte schon erklären? Ich meine, die Zoe hat halt den Stern von hier bis nach hier geworfen und hat nur noch Schaden gemacht. Wenn diese Range ist halt eigentlich ein Witz. Ich meine, dafür, dass er noch nicht mal von der E getroffen wurde, ist halt wirklich ein Witz. Ist halt einfach nur traurig, dumm Spiel einfach gemacht wurde. Nein, den können wir nicht contesten. Warum macht sie das? Und diese Frage. Fuck, ich hab die noch. Ich hab die noch nicht mal getötet? Als ob. Schade. Ist halt einfach traurig. Das ist für mich einfach nur komplett unverständlich. Du verlierst deinen Lane und flamest dafür deine Mitspieler. Ich meine, ein Jungler ist. Die Aufgabe eines Junglers ist halt einfach nicht, deine Lane zu sitten und zu gewinnen. Und solche Leute wie der Traven verstehen es einfach nicht. Ich hasse sie. Ich hasse das einfach.